Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, was der absolute und was der relative Bezug in Microsoft Excel ist. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinden wir uns in unserer Beispiels-Arbeitsmappe. Diese Arbeitsmappe kannst du ebenfalls für Übungszwecke nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was der absolute und der relative Bezug in Microsoft Excel eigentlich ist. Nutzt man in Microsoft Excel verschiedene Formeln bzw. gibt Daten ein, so wird man nicht drumherum kommen, dass man einen Bezug herstellt. Ein Bezug ist in Microsoft Excel nichts anderes als ein Zellbezug auf eine andere Zelle. Als Beispiel gehe ich in eine Zelle rein, schreibe ist gleich und klicke in eine andere Zelle und drücke auf Enter. So haben wir nun einen Zellbezug hergestellt. Hierbei gibt es nun zwei verschiedene Arten, den relativen und den absoluten. Der relative Zellbezug ist nichts anderes, als dass er dynamisch ist. Das heißt nichts anderes, als ziehe ich jetzt hier zum Beispiel diesen Zellbezug nach rechts als drei Zeilen, so merken wir schnell, dass hier im Originalen D5 war, das heißt dieser Wert hier, eine Zelle weiter rechts ist dieser Wert hier E5 und F5 und G5. Das heißt, ziehe ich die Zelle in einem relativen Bezug woanders hin, nach rechts, nach unten oder nach links, so wandert ebenfalls der relative Bezug eine Zelle nach rechts, nach links, nach unten und so weiter. Dementsprechend ist es wichtig, darauf zu achten. Ein absoluter Zellbezug hingegen fixiert eine Zelle. Das heißt, gehe ich hier rein und mache einen absoluten Zellbezug und ziehe das Ganze hier nach rechts, so haben wir nun immer wieder D5 als Wert. Ein absoluter Bezug wird dann verwendet, wenn man einen Wert hat, worauf man sich in verschiedenen Zeilen bzw. Spalten bezieht. Gut, wie machst du das nun? Ich habe hier ein Beispiel von Einnahmen, Ausgaben und den Gewinn über verschiedene Jahre. Ich möchte nun hier den Gewinn der letzten 5 Jahre herausfinden und nutze hierzu die Summenfunktion und wähle hierzu das hier aus. Ich mache die Klammer zu und drücke auf Enter. Wir sehen nun hier schon, dass hier ein relativer Bezug entsteht. Das heißt, ich habe hier keinen absoluten Bezug, sondern möchte hier einen ganz normalen Bezug haben. Nun möchte ich den Prozent an Gesamtgewinn der einzelnen Jahre hier in dieser Zeile ausrechnen. Das heißt, ich möchte wissen, wie viel Prozent diese 12.000 Euro im Jahr 2017 prozentual am Gesamtgewinn waren. Hierzu mache ich eine ganz normale Prozentrechnung und zwar ist gleich den kleineren Wert durch den größeren Wert und drücke auf Enter. Nun markiere ich die Zelle und gehe hier oben auf Zahl und auf Prozent. Und ich weiß nun, der Gewinn von 2017 hat satte 7,36%. Nun möchte ich das Ganze auf die rechten Spalten hier übertragen, das heißt auch von 2018, 2019 und so weiter. Und jetzt muss ich meine Formel anpassen und zwar in einen absoluten Wert, sprich der Gesamtgewinn, und einem relativen Wert, also hier dieser Gewinn der einzelnen Jahre. Hierzu gehe ich in die Formel rein und suche mir nun den Wert, der fixiert, also absolut bleiben soll, raus, in unserem Fall ist es C8, und drücke auf der Tastatur F4. Drücke ich nun auf Enter und ziehe diese Formel nach rechts, so sehen wir nun schon, dass hier das automatisch ausgerechnet wird, weil ja diese Zelle bestehen bleibt. Ebenfalls kannst du eine Spalte oder eine Zeile fixieren. Das heißt, du hast hier immer die Spalten Buchstaben und die Zeilen Nummern. In der Formel sieht das dann so aus, D5 als Beispiel. Möchtest du nun hier nur die Spalte fixieren, so gehe hier in der Formel vor dem Buchstaben und mache hier ein Dollarzeichen rein.
Somit hast du nur die Spalte fixiert. Möchtest du nur die Zeile fixieren, sprich die Zeilennummer, so gehe vor die Zeilennummer rein und mache hier ein Dollarzeichen. Dementsprechend wird dieser Wert fixiert. Du kannst dir es so merken, dass überall da, wo ein Dollarzeichen davor steht, in der Formel dieser Wert ist fixiert. Achte also hierbei darauf, dass du in deinen Formeln zwischen relativen und absoluten Zellbezug unterscheidest und auch diese richtig verwendest. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Excel Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Excel Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Excel. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Excel Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.